Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Zielonka im Projekt 250 PS Systemleistung bis zum Sieg. Ich habe schon wieder ein Feld vergessen. Ist ja auch nichts Neues. Aber wir haben ja noch Feld 46. Und auch da werden wir uns jetzt auf die Futterproduktion vorbereiten müssen. So. Hier kannst du dann auch Gras sehen. Na, das reicht nicht. Müssen wir nochmal einmal eben kurz Saatgut kaufen fahren. Da kein Problem. Der Händler ist ja... Oh, ei. P, Big Bag, Saatgut. Offen. So ist das schön. Ob ich mir vielleicht doch nochmal Auto-Drive hier reinsetze. In diese Karte. So, hier findest du deinen und dich nehme ich mit. Warte mal, aber ohne... Nee, mit. Sieben Millionen kleine Felder. Das Schöne ist ja, dass der Drescher so groß sein kann, wie er will. Wenn wir den dann mal austauschen sollten. Aber erstmal ist wichtig, dass wir einen Frontlader kriegen. Und Futter für die Schafe. Das ist total wichtig. Das ist aber auch ganz einfach. Und jetzt mal eben das Gehwerk und mähen mal hier unsere kleine Wiese. Da kriegen wir bestimmt zwei, drei Ballen raus. Gibt es eigentlich einen Mod, der die Außenansicht sperrt? Das wäre ja nochmal was, ey. Jetzt muss ich aber wieder außen gucken. Machst du das jetzt oder was?
So, der konnte wieder diesen gemeinsamen Befehl nicht abarbeiten. Das ist doch gutes Futter. Warum sollen wir das liegen lassen? Auch wenn es nur zwei, drei Ballen sind. Kartoffeln muss ich auch noch pflanzen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß, absurd hässlich. Aber es erfüllt den Zweck. Das ist wichtig. So. Schade, dass der nicht im Kollektiv einklappt. Das ist so doof. Ich glaube, wenn man erst anhebt und dann einklappt, dann funktioniert's. Wahrscheinlich nie wieder da raus. Also noch mehr Dichtstellen geht nicht, ne? Mit dem Leben, es findet seinen Weg. So ist es mit mir auch. Ja, aus Heu wird aber auf jeden Fall Gras, das ist schon mal schön. Ach, macht gar nicht Miep Miep und... Shift Y, ja. Quaderballenpresse. Merkst du selber. Quaderballenpresse. Das muss. Rundballenpresse, das finde ich übel anstrengend. Wir werden da mal ein bisschen auf die große Krone sparen. Guck mal, wir haben jetzt schon über eine halbe, naja, fast eine Million umgesetzt. Mit dem ganzen Raps. So teuer ist die ja auch gar nicht. Pressen. Hier.
Automatisch. Ballenschurre. Dann kostet sie bloß. Bloß 329.000. Aber sie erleichtert natürlich das Arbeiten. Du kannst mit 25 km/h pressen. Das ist so wahnsinnig schnell. Und es gibt den Ballenkollektor noch dazu. Das heißt, der kommt da hinten dran. Dann setzt der, glaube ich, 3 nebeneinander. Und die bleiben dann noch alle da liegen. Also er sammelt erst, bis er 3 zusammen hat. Und dann den Hintergrund habe ich nicht verstanden. Aber ich glaube, das hat was mit dem Anbaugerät zu tun, was es da noch gibt. Ich glaube, das ist dieses hier, also was damit gemeint wurde. Ich habe schon wieder vorbei, weil ich habe mir das CZS-Pack noch runtergeladen. Das ist mir ein bisschen lieber, wisst ihr. Wo ist denn der Kack? Hier. Damit, glaube ich. Damit kannst du dann 3 Stück auf einmal heben. Ausprobiert habe ich es noch nicht. Auf jeden Fall möchte ich gerne diese Presse haben. Und so langsam gleich mal ein bisschen Ordnung machen, damit wir ein bisschen Platz haben und nicht immer so ganz merkwürdig auf den Hof rauffahren müssen. Ach, hat da wieder einer nicht Reset gedrückt, hm? Kann ja nur ich sein. Fünf sind 18.000, 20.000 Liter Futter. Ist doch perfekt. Hier kann man ja Gott sei Dank schön an den Futtertisch ranfahren. Der nicht funktioniert. Warum auf einmal keine Ballen mehr? Kann mir das jetzt mal einer erzählen? Achso, da gehen nur 11.000 rein und das ist jetzt schon gefüllt. Okay. Vergessen, was ich gesagt habe. Wir haben auf jeden Fall noch genug Futter, das heißt, die kriegen wir mit einer Füllung bis zur Mast. Also bis zur Mastreife. Ich habe gar nicht geguckt, ab wann Bullen geschlachtet werden, aber ich denke,
Die 12-Monats-Regel aus dem Stream, die ist schon genau richtig. Ist die Einfahrt eben freiräumen. Also so viel Zeit muss auch sein. Das Einzige, was jetzt halt noch Geld kostet im Monat, ist der Düngerstreuer, ne? Die Entwickler lassen wir nochmal da. Das können wir schon mal vorbereiten für den nächsten Monat, weil das die 55 Erntereife und die 89. Ne, nur die 55. Dann gibt's Fettgetreide. Ich hoffe, dass wir da auch 100% Düngung drin haben und so. Aber das wird so sein. Ja, aber sowas von. Was gibt's denn noch, was erntereif ist? Die 48. Auf der 48 ist drauf auch Gerste. Die kostet 47.000. Dann könnte man ja hier schon mal wieder ein Feld machen. Kaufen wir. Dann haben wir das nämlich auch. Ja, und das würde ich sagen, war dann der Mai. Motoren ausmachen. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn es noch nicht getan hast und willst wissen, wie es weitergeht, dann lass ein Abo da, das Ganze kostenlos. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist. Wenn es heißt, denke mal eins hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Axel. Tschüss, macht es gut. Bis dann und ciao.